wir haben uns ja vor 3 Jahren dazu entschieden, erstmal mit einer Frauenmannschaft anzufangen. Und dann, klar, gab es die Entscheidung, machen wir direkt eine U-Mannschaft oder noch eine zweite Mannschaft. Und weil wir aber natürlich wollten, dass Mädchen und Frauen, die zuerst in der ersten Mannschaft gespielt haben, vielleicht nicht direkt nach der ersten Saison den Verein verlassen müssen, hat es erstmal Sinn gemacht, eine zweite Mannschaft zu gründen. Und dann haben wir direkt nachgezogen und jetzt stehen wir auch mit einer U17 da. Marc haben wir kennengelernt als Trainer einer gegnerischen Mannschaft in der Bezirksliga. Er war bei Rot-Weiß Unna Trainer der Frauen. Und irgendwie ist er uns direkt ins Auge gestochen, hat einen super Job am Rand gemacht und wir sind mit ihm ins Gespräch gekommen. Und dann kam es nach ein paar Wochen wieder, kam er uns einfach in den Sinn. Und so haben wir dann zusammengefunden. Er musste auch nicht ganz so lange überlegen, hat sich sehr geehrt gefühlt und steht jetzt eben als Cheftrainer am Seitenrand. Und Annika Willig, wir alle kennen sie von Stunde Null an. Sie hat 2 Jahre für die BVB Frauen gespielt, hat schon Trainererfahrung gesammelt beim VfL Bochum. Und wir finden es immer gut, wenn es auch mal ein gemischtes Trainerteam ist, gerade bei den Mädchen. Dann kann sich jeder seinen Ansprechpartner aussuchen. Und die beiden starten hoffentlich erfolgreich in die Saison. Ich bin super happy, sehr zufrieden. Wir haben schon das eine oder andere Mal wirklich rumgealbert. Es ist immer Spaß dabei, was auch sehr, sehr wichtig für uns ist, was wir auch leben wollen. Denn es soll natürlich neben den ganzen sportlichen Aspekten, die einfach uns mitbegleiten, soll das auch natürlich den gewissen Spaßfaktor einfach auch haben. Dafür machen wir den Sport alle, dafür betreiben wir das. Und ich denke, der kommt auch tatsächlich bei uns nicht zu kurz. Ich hatte wirklich 2 sehr, sehr schöne Jahre beim BVB als Spielerin. Und als ich dann natürlich gehört habe, dass der BVB auch den Mädchenfußball weiter ausbauen will, war ich dann natürlich sehr mit meiner Erfahrung, die ich auch bereits als Trainerin gemacht habe, konnte ich mir das natürlich super vorstellen, auch hier den Mädchenbereich weiter zu fördern und auszubauen. Und ich bin einfach super happy und fröhlich, dass ich jetzt dabei sein darf und die U17 unterstützen kann. Ich glaube, eine weibliche Ansprechpartnerin ist für die Mädels gerade in dem Alter. Wir haben Mädels dabei, die sind 13, natürlich auch Ältere, die 16 sind. Aber ich glaube, für jede Altersstufe ist eine weibliche Person, also in dem Fall meine Rolle, sehr wichtig, weil ich auch einfach als Ansprechperson für die Mädels fungieren kann. Und ich glaube schon, dass es eine große Rolle spielt, auch eine weibliche Person im Trainerteam zu haben. Also das ist die bestmögliche Form des Teambuildings, welches man einfach praktizieren kann, einfach, um die Mädels auch neben dem Platz einfach in eine geschlossene Einheit zu bringen, sich besser kennenzulernen, näher kennenzulernen, auch vielleicht das eine oder andere Private voneinander zu wissen. Denn ich glaube, nur dann kann man halt ein gewisses Vertrauen auch schaffen, was man auch auf dem Fußballplatz letzten Endes braucht, um eine Einheit zu werden. Und ich denke, gerade solche Aktionen wie ein Trainingslager über ein gesamtes Wochenende, das hilft einfach in der langfristigen Entwicklung einfach nur enorm weiter. Das Spannende und auch die größte Herausforderung ist einfach, den Nachwuchs mit bei der Weiterentwicklung so zu unterstützen, dass sie dann im besten Fall einfach langfristig einfach in den oberen Frauenbereich dann auch Fuß fassen können und sie auf diesem Weg zu begleiten, zu unterstützen und weiterentwickeln zu dürfen. Ich glaube, da spielen viele Faktoren eine große Rolle, um eine Einheit als Team, die jetzt neu zusammengewürfelt ist, zu bilden. In erster Linie steht da natürlich der Spaß im Vordergrund, aber ich glaube, es geht auch darum, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man eine Struktur hat und dass die Mädels auf jeden Fall genug Motivation haben, um auf dem Trainingsplatz alles zu geben. Die U17 soll selbstverständlich auch schnellstmöglich hochklassigen Fußball spielen. Sie ist dazu da, dass junge Talente ausgebildet werden, um irgendwann hochklassigen Zweitliga-, Erstliga-Fußball mit der Frauenmannschaft spielen zu können. Und dazu haben wir natürlich auch die zweite Mannschaft, so ein bisschen als Brücke, wenn es nicht sofort für die erste Mannschaft reicht. Daher arbeiten wir sehr stark an der Entwicklung und an der Ausbildung der U17, dass sie für die Frauenmannschaft irgendwann gewappnet sind.